trust him. And a flounder. Oh, scheiße! Nadine, das war's. Wir haben's. Halt durch. Bin gleich da.
Brauchst du Hilfe? Dann mal los. Gern geschehen. Du hast mich angelogen. Ich hab nicht gelogen. Ich hab nur den Teil mit Sam ausgelassen. Unglaublich. Hör zu, Asaf hat Vorsprung und wir müssen uns beeilen. Wir? Shit. Hör zu, ich... Spuck's schon aus! Okay, Karten auf den Tisch. Ich brauch deine Hilfe. Das fällt dir jetzt ein, hä? Huh? Und wenn du den Zahn willst, brauchst du meine. Hör zu, ich hab's versaut. Okay? Nennst du das etwa eine Entschuldigung? Tja, wenn das heißt, du bist dann wieder dabei, klar. Pass auf, wir beide haben hier was zu verlieren. Und das weißt du genau. Damit das klar ist. Mir geht's nur um den Zahn. Nicht um Sam Drake. Und ganz sicher nicht um dich. Na, von mir aus. Was machst du da? Ich sorge dafür, dass uns keiner folgt. Ist das eine gute Idee? Wonach klang es denn? Ach, was zum Teufel machen die? Die nehmen eine Abkürzung. Da, hol mich doch der Teufel. Oh, wow. Die Könige haben ihre Leute in diese Tunnel geführt. Was? Das ist nicht der Eingang. Das ist die Hintertür. Okay. Sieht wie ein Stufenbrunnen aus. Kümmert dich wohl nicht. Psst. Hörst du das? Jetzt schon. Ignoriert uns einfach. Psst. Was ist das? Auf jeden Fall ist es nah.
Ruhig, Mädchen, ruhig. Sie scheint nicht verletzt zu sein. Diese Explosionen von vorhin müssen das hier zerstört haben. Ruhig, Mädchen. Alles gut. Tut mir leid, Mädchen. Wir holen dich hier raus. Bisschen. Oh. Warte doch mal. Wir müssen hier runter. Ganz ruhig. Redest du mit mir oder dem Elefanten? Euch beiden. Ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Okay. Wo bringt sie uns hin? Wohin sie will. Hier. Willst du das hier? Bitteschön. Noch eine? Guten Appetit. Hör mal das. Das Zwischenmenschliche liegt mir nicht so. Du bist ein sturer Egoist. Ja. Du hast recht. Ich bin ein sturer Egoist. Ja. Schön, dass du es einsiehst. Tja, hast du gehört, Dad? Ich hab also doch was von dir. Was ist mit deinem Vater passiert? Er war der Typ, der nie aufgeben konnte. Das Kultusministerium hatte angeboten, ihm noch eine weitere Expedition zu finanzieren. Denn diesmal war er angeblich hinter etwas Großem her. Er war immer hinter etwas Großem her.